Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Ich möchte euch heute vorstellen meine neue Küchenhilfe. Und das ist die neueste Heißluftfritteuse von Kasori. Und die ist gedacht nicht nur für 2-3 Personen, sondern auch für die größere Familie. Und das finde ich es wirklich toll. Weil für die größere Familie mit 4, 5, 6 Personen, es ist schon die kleine Heißluftfritteuse zu klein und muss man vielleicht zweimal ansetzen. Aber die möchten gerne auch ohne Fett vielleicht sich zubereiten und auch ein bisschen Strom sparen. Und deswegen kommt jetzt dieses schöne Stück auf den Markt. Und ich finde die genial. Bin echt begeistert. Ich habe schon ein bisschen die ausprobiert, was schon nachgemacht, später werde ich euch mal zeigen. Aber jetzt möchte ich euch sagen, was diese Heißluftfritteuse alles hat. Die hat einen 10 Liter Korb. Schaut ihr auch Design, wie toll ist das. Nur diese oberste Leiste ist Glanz, da wo die ganzen Programme sind, aber so allgemein ist die matt. Und das ist auch sehr gut, hinterlässt nicht so viel Fingerabdrücke. Ja? Da geht man schön mit weichem Tuch und das glänzt. Ich finde die Design wirklich so hochwertig. Da hat sie sich schon wirklich sehr Mühe gegeben. Und die haben schon nicht erste Heißluftfritteuse auf den Markt gebracht und die werden immer besser und immer besser. Rauszunehmen braucht man keine Knöpfe. Nichts. Oder nimmt man in die Mitte und einfach mit dem Daumen hier drauf drückt und zieht raus. Für mich ist das aber am besten immer, weil es ist größerer Korb und wenn es so heiß ist und wird was da gemacht, einfach von beide Seiten an die Griffe nehmen, weil der Griff geht richtig so rum. Das ist auch bequem, weil es ja auch große Fassungsvermögen. Und einfach nach vorne ziehen oder mit dem Finger helfen. Also einfach nach vorne ziehen. Fertig. Geht es auf. Und da haben wir so einen Korb. Der Korb hat auch zwei sozusagen Abteilungen. Das kann man abteilen, wenn zum Beispiel möchtet, nur eine benutzen. Oder verwendet zwei unterschiedliche Sachen. Zum Beispiel, jetzt werde ich euch zeigen, Pommes und Chicken Nuggets, dann kann man besser die aufteilen, weil auch die Zubereitung etwas anderes. Wenn wir wollen zum Beispiel ganze Hähnchen machen, dann können wir einfach diese Teil rausnehmen und da haben wir richtig schön voll. Oder wir wollen zum Beispiel einen größeren Kuchen backen oder so Zimtschnecken oder was Herzhaftes backen. Ja? Dann haben wir ein schönes, großes Volumen. Perfekt. Hier, diese Abteilung hat so ein Silikon. Er kratzt nicht beschichtet. Beschichtet das ganze Gerät wirklich toll. Es kann man auch natürlich in Geschirrspüler reinmachen, aber meiner Meinung nach, es gibt keinen Sinn, so ein großes Gerät in die Geschirrspüler reinmachen und so viel Platz nehmen. Es wird so einfach abgewaschen, einfach leicht. Sogar nach so einer angebrannten Stelle, wenn mal Hähnchen macht oder was, runtertropft. Einfach mal Essen rausgenommen, bisschen Wasser da reingemacht, gegessen und so weiter, kommt zurück in die Küche, das alles schon aufgeweicht, kann man alles wegwischen. Da sehe ich überhaupt keine Probleme bei dem Putzen. Es geht alles sehr, sehr schnell ab und natürlich keine Scheuermittel oder keine kratzige Bürste nehmen. Es geht alles mit weichen Lappen und bisschen Spüle, alles gut ab. Hier liegen die zwei Gitter, so. Zwei diese Rostgitter. Und die sind etwas so, wie sagt man, unterschiedlich. Du kannst nicht einfach die einfach so genommen und reinmachen. Es ist aber sehr gut hier gemacht. Bei den Ecken, hier sind die Silikonnoppen. Und das, was in die Mitte ist, an die Seite. Und wenn wir das mal reindrücken,
Hier in den Korb gibt es auch diese so Kerbung, wo das jetzt reinpasst. Deswegen kann auch nicht schief gehen. Einfach geht in die Ecke, abgerundete mit Dings, und einfach drückt rein. Habt ihr gehört? Und schon fest. Und da kann nichts was rausfallen. Und genauso die andere. Die kann man rechts oder links schon austauschen, das ist kein Problem. Achten nur auf die Ecken, diese Silikonecken. Und da muss einfach in die Ecke rein. Der Rest geht in die Mitte. Das wird einfach hier die Mitte, auch Kerbung ist, wo das wird reingedrückt und wird das abgeteilt. Und jetzt möchte ich euch zeigen auch diesen Teil unseren. Er hat jetzt von oben hat er den Spirale, aber er hat auch kleine Spirale, das ist nur ein Bogen, es ist unten auch. Und deswegen wird das so angeheizt und ein bisschen geröstet auch von unten, was natürlich die anderen nicht gehabt haben. Was diese Heißluftfritteuse auch noch hat, ich drehe noch kurz um. Hier, da sind die Abstände von dem Wand. Das darf man nicht zu nah stellen. Es steht auch in der Beschreibung, dass es nur 15 cm Abstand sollte schon sein. Was guter ist aber daran, hier, dass diese Abstände, diese Plastikabstände, haben wir so wie ein Flügel. Und die Heißluft kommt hier raus. Und er kann nicht gerade gehen, er kann nicht an eure Wand gehen. Stellt sie sich an die Flügel und geht nach oben. Wenn es geht nach oben, ist auch eine Leiste. Die wird gleich sofort diese heiße Luft auch da wieder reingezogen und wieder aufgewärmt. Deswegen spart man auch Energie, weil die heiße Luft wird wieder nochmal nur kurz aufgewärmt, weil es schafft gar nicht so richtig runter abkühlen. Und das ist auch Vorteil im Strom. So, wir setzen jetzt erstmal alles wieder rein. Und ihr natürlich wollt ihr bestimmt wissen, wie groß diese Teil ist. Natürlich ist es viel größer als die andere kleine Heißluftfritteuse. Es ist auch für Familie gedacht. Und da werde ich euch sagen, gleich aus dem Buch. Es ist dann jetzt 33,8 Tiefe, 51,8 Länge und 31,3 Höhe. Da könnt ihr auch so sich vorstellen, wie bei euch in die Küche mal, wo der Platz ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Gerät kann mehrere andere Geräte ersetzen, ganz ehrlich. Und Platz lieber schaffen für das Gerät. Ich glaube, da braucht man keinen Thermomix. Der ist besser als Thermomix. Ich hatte keinen. Ich habe nur von Lidl mal auch so was Ähnliches als Thermomix. Aber ganz ehrlich, Anfangszeit habe ich noch was gemacht. Aber durch meinen YouTube-Kanal wollte ich da nicht unbedingt in meine Videos das zeigen. Hat er sich irgendwie in die Ecke gegangen und wird's vergessen. Aber diese Teil wirklich möchte ich gerne nicht missen aus meiner Küche. Seitdem ich die Vorgänger haben von Cossori, ist immer im Einsatz. Frühes Brötchen, sogar Toaster. Toast braucht man gar nichts jetzt. Ja, kann man Toaster auch machen, viel sogar noch schneller ist oder gleich belegen ist. Jetzt habe ich ein bisschen mich abgelenkt von den Allgemeinen. In diesem Büchlein, es ist wirklich nicht mal viel Seiten. Die manche so Einleitungsbücher, da sind ja so dick wie wirklich ein Buch zum Lesen. Hier sind es nur auf so ein paar Seiten beschrieben. Sehr kompakt, aber so verständlich. Alles Programme beschrieben, wie man das bedienen ist. Einfach und wirklich in die kürzeren. Das klicken, das klicken, das klicken und dann ist es schon fertig. Sehr, sehr, sehr wirklich Gold wert beschrieben.
Ohne hier, lalalala. Gibt es dann noch ein kleines Büchlein, auch kommt mit, auch nur, ich glaube, 6-8 Seiten nur, wo das natürlich hier wird geschrieben, dass nicht mal überfüllen, wenn er überfüllt wird, natürlich nicht durchgegart. Aber wir sollen überlegen, zum Beispiel im Backofen, wenn wir im Backofen Pommes machen und machen wir so einen Berg, dann wird auch nur drumherum gebraten, aber in die Mitte wird es schlauerlich. Müssen wir auch auf dem Blech ein bisschen so rühren, dass überall sozusagen wird groß. So genau hier, wenn wir bis oben hin aber einmal Pommes drauf machen und dann wollen wir in ein paar Minuten große Pommes haben, das glaube ich ein bisschen dann übertrieben. Ja, alles hier auch beschrieben, wie wird aufgeteilt. Und dann auch schöne Tabelle gibt es hier, was die alle Programme bedeuten, für wie viele Minuten, für wie viel Grad. Diese Kursori, die hat sozusagen von einer Minute Einstellung, das ist zum Beispiel erwärmen oder warm halten. Wenn ich mal zubereitet habe, aber will noch da was dazu noch machen, aber möchte gerne, dass mein Gericht warm bleibt, stelle ich die Warmtaste vielleicht nur für 5 Minuten oder 3 Minuten. Jetzt muss selber dann einschätzen. Also. Und auch bis 48 Stunden kann man das einstellen. Zum Beispiel, wenn ich möchte, hier in diesem Gerät dörren. Und von der Temperatur, die niedrigste Temperatur ist 55 Grad. Es ist beim Dörren. Die allerhöchste ist beim Grill 240 Grad. Auch Tabelle ist hier für die Tiefkühlkost oder für den Rindfleisch, Geflügel, Fisch, Gemüse. Alles gut beschrieben, zum Beispiel Schwein. Ja, was ist denn dann? Ach, Würstchen. Für wie viel Würstchen ungefähr wird das angestellt? Dann Kochfunktion, welche dann Programm nimmt, bei welcher Temperatur und für wie viele Minuten kann man anpassen. Ich im laufenden Zeit, wenn man das benutzt, findet man sich selber dann hin, was ist besser, was ist nicht. Es ist wie mit Backofen. Wenn man neue Backofen kauft, da muss man sich auch erstmal umstellen, weil die andere alte Backofen ganz anderes gebacken als jetzt neu. So genau hier. Wenn ihr ein paar Mal probiert, dann wird es ziemlich schnell drinnen da. Es ist gar nichts Kompliziertes in diese Heißluftfritteuse. Absolut nicht. Ist einfach zu bedienen. Für diese Heißluftfritteuse gibt es auch eine App. Den kann man installieren. Einfach scannen, installieren, anschließen und da sind die auch von Kursori, sind die auch Rezepte. Und ich habe auch dann zum Beispiel ganze Hähnchenrezept genommen von dieser App und ein ganz bisschen umgeändert und ausprobiert, hat das gut geklappt. Aber wenn ihr im Backofen sehr oft was macht, es ist kein großer Unterschied, im Heißluftfritteuse. Es ist nur weniger Zeit braucht ihr und mit niedriger Temperatur, das schafft ihr. Und wenn ihr mal ein paar Mal das probiert, wird das alles so klappen. Jetzt machen wir erstmal Heißluftfritteuse an und schauen wir oben auf die Programme. Machen wir erstmal an Stromnetz, erscheint dann Ton. Und da steht hier Standby. Ja? Das ist hier nur sozusagen in Bereitschaft. Wenn wir jetzt was in den Korb reingelegt haben, so, und dann sagen wir, ja, für was brauchen wir, für eine Zone oder zweite oder für ganze. Das dann müssen wir entscheiden, was wir dann kochen. Machen wir zu, machen wir an. Es kann man auch vorher programmieren. Und dann klicken wir das, was wir möchten. Zum Beispiel, ich möchte gerne im linken Korb jetzt was machen, ja? In Zone 1. Dann klicke ich da drauf und dann entscheidet, es ist so eine Standardzahl, 200 Grad mit 20 Minuten. Ich möchte zum Beispiel aber nur 180. Dann gehe ich einfach hier Pfeil runter. 180. Und vielleicht nicht 20 Minuten, sondern nur 15 Minuten geht man einfach runter. Oder Höhe, dann geht man höher. So, und dann sage ich, nee, ich möchte gerne auch die zweite Zone auch was reinmachen. Dann klicke ich auch noch auf die zweite Zone
und er entscheidet wieder das Gleiche. Jetzt muss ich mal Temperatur und alles einstellen für die zweite Zone. Wir werden jetzt nehmen 200 und zum Beispiel 25 Minuten. Anderes. So. Jetzt möchten wir aber gerne, dass unser Produkt, was rauskommt, dass es gleichzeitig fertig wird. Und deswegen, dass es alles fertig wird, geben wir auf Synchronisieren. Und machen wir dann an. So, das heißt, das, was jetzt wird Lena gebraucht, das läuft schon. Das, was für 25 Minuten steht. Hier haben wir angetragen 15 Minuten. Deswegen steht es Hol. Und wenn es hier wird runter auf 15 Minuten, geht dann hier an. Und am Ende wird das alles zusammen fertig. So, sehen Sie, da steht hier 14 Minuten so. Ich habe jetzt die Synchronisierung weggenommen, dass jeder jetzt geht selbstständig. Das wird nach 15 Minuten fertig, kann ich rausnehmen und muss dann wieder reinzuschieben und das läuft es weiter. So, jetzt habe ich die Zone 1 ausgeschaltet komplett. Einfach drauf bleiben 3 Sekunden. Und jetzt zum Beispiel habe ich mir überlegt, oh nee, ich mache nicht 25 Minuten, sondern 30 Minuten oder will Programm absolut umstellen, nicht mit Heißluft, sondern mit Backen nehmen, dann halte ich nur einfach auf die Zone 3 Sekunden. Die Programm wird gelöscht und ich kann mir dann jetzt ein neues Programm nehmen. Wenn ich jetzt aber möchte gerne jetzt nutzen kompletten Bereich, werde ich das, oh, jetzt ist schon heiß geworden, werde ich diesen Teil rausnehmen und dann habe ich diese komplette Korb zu benutzen. Mache ich das rein, habe ich da zum Beispiel, nehmen wir die Zimtschnecke reingelegt, machen wir an und hier dann diese Zone und in die Mitte steht Grenzzone, also eine Großzone auf Deutsch sagen die meisten. Dann klicken wir auf die. So, und dann sage ich, ach, ich will, möchte gerne aber heute backen, nehme ich dann Backen. Hier anscheinend gleich diese Standardzahl, 160 für 25 Minuten. Wenn es für mich passt, einfach auf Start klicken, geht es los. Wenn es nicht passt, dann kann ich das verändern. Ihr seht aber hier zum Beispiel leuchtet so ein Zeichen. Mit dem Strich und Wählerst. Es ist wie im Backofen unter Oberhitze. So ein Zeichen. Und das für alle Programme außer Grill. Wenn wir auf die Grill gehen, dann seht ihr, dass hier nur oben die Wähler, die Spirale ist nur oben angemacht. Logisch, wir haben doch Grill. Deswegen unten wird abgeschaltet. So, was kann man hier nochmal was sagen? Eigentlich ist es alles wie bei allen anderen. Heißluftfritteuse, Heißluftbraten, Backen, Grill, dann warm halten und dürren. Perfekt. So, machen wir das aus. Hier ist WLAN-Zeichen. Aber ich weiß es nicht, ob ich das werde irgendwann nutzen. Egal, ich kann natürlich jetzt was reinmachen, schon vorher. Und sitzen mit meinen Enkelkindern auf dem Balkon. Und dann sage, oh ja, ich habe doch da reingemacht, ich mache mein Programm von Handy an. Aber zum Starten oder Anhalten muss ich trotzdem in die Küche kommen und auf den Start drücken. Es ist wegen Sicherheit von dem Gerät. Kannst du nicht irgendwo von Weitem starten. Deswegen für mich diese App, es ist nur einfach ein bisschen nach anderen Rezepten gucken, irgendwie Anregung holen, mal schauen, wenn ich da zum Beispiel angebe Pommes, dann sagt er mir, bei so einer Temperatur so viele Minuten. Oder ich suche Hähnchen, sagt er mir auch das und das. Das kann ich das übernehmen, schneller das vielleicht sich einzufuchsen in die ganze Bedienung von Heißluftfritteuse. Die Heißluftfritteuse kommt richtig in große Karton, erstmal Karton, und in dem Karton ist Verpackung mit der Heißluftfritteuse. Es ist alles so sicher verpackt, richtig gut. Und was ist noch wirklich super toll,
diese ganze Aufkleber, was hier drauf sind, die gehen einfach ohne irgendwelche Reste hinterlassen von der Klebe ab. Einfach schön ab. Nichts bleibt übrig. Das ist wirklich auch Gold wert von Kosori, dass die auch so gemacht haben. Kommt auch noch dazu so ein Zange. Das, was die vorher nicht gehabt haben, aber jetzt haben sie nachgedacht. Und ich hatte mir schon so eine mal bestellt, weil es ist schön bequemer mit so einer kleineren hier arbeiten, als mit dieser großen, was mal an Grill arbeitet. Kommt mit so einer richtig schönen, guten Qualität. Hier so Gummiteile. Jetzt super, wird nicht heiß und so. Auf jeden Fall, was kann ich dazu sagen? Ich kann nur empfehlen und ihr kennt mich, was ich nicht gut finde, werde ich auf meinem Kanal nie veröffentlichen. Nie im Leben. Für kein Geld der Welt. Und das finde ich wirklich super. Selber nutze es. Nutzen meine Kinder auch sehr gerne und sind sehr zufrieden. Wir tauschen auch schon jetzt mit den Rezepten miteinander, wer was so gemacht hat. Wirklich super. Und jetzt zeige ich euch nur in kürzere Einblick, was ich schon mal ausprobiert. Ich habe diesen Heißluftfritteuse gerade nur knappe eine Woche, nicht mal. Und ich habe die schon auch getestet. Zeige euch einfach die kurzen Einblicke, was ihr schon mal probiert. Es sind 3 Videos und die kompletten Videos werde ich dann veröffentlichen in demnächst einfach nach und nach, dass das diese Video nicht so lang wird. So, liebe Freunde, und wenn ihr diese Heißluftfritteuse bestellen wollt oder könnt ihr auch noch mehr nachlesen, dann stelle ich euch Link unten in die Beschreibung. Klickt ihr einfach auf den Link und da kommt ihr auf die Amazon und da könnt ihr auch noch weiter nachlesen, eure Plus und Minus oder vielleicht Kommentare von den anderen Zuschauer, welche haben die schon diese Heißluftfritteuse und schon was reingeschrieben. Auf jeden Fall, meine Meinung ist top. Und für die größere Familie ist es auch eine Erleichterung, weil die ist wirklich kinderleicht zu bedienen. Die Kinder können auch selber schnell nach der Schule kommen und sich was zubereiten. Und wenn es nur ein belegter Toast oder irgendwelche Fischstäbchen aufgebacken und so weiter. Besser als am Herd mit der Pfanne und das Fett spritzen. Ich bin froh, dass jetzt nicht so viel mit dem Fett wird gemacht. Und was noch gut ist mit den Heißluftfritteuse, das ist nicht immer dieser stinkende Geruch in der Wohnung bleibt, wenn mal so Brett in die Pfanne oder sogar im Backofen, weil Backofen ist ein größerer Volumen und danach macht man dann ihn auf, dann kommt die Hitze raus. Im Sommer, das ist, war wirklich, dieser Sommer war perfekt. Das war nicht mehr so heiß in die Küche, wie man sonst, wenn man was möchte, trotzdem was mag. So, meine Lieben, ich zeige euch nur ein paar kurze Aufschnitte, was ich schon zubereitet habe und wünsche ich euch viel Spaß mit den Heißluftfritteuse, wenn ihr das euch besorgt. Ich glaube, heutzutage gehört zu jedem Haushalt. Das ist meine Meinung natürlich und ich weiß, es gibt viele skeptische Kritiker, aber naja, jeder hat seine Meinung und jeder darf seine Meinung sagen. So, liebe Freunde, ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Aber erstmal schaut mal ein paar Ausschnitte, was ich schon mit dieser Heißluftfritteuse gekocht habe. Als erstes habe ich ausprobiert Pommes und Chicken Nuggets. Ich habe in beide Zonen unterschiedliche Temperaturen und Zeit angegeben, auf Synchronisieren geklickt und voilà, fertig. Als zweites Gericht habe ich ganze Hähnchen probiert, habe ein Gewürz in die Mitte gelegt und drumherum habe Gemüse verteilt. Aber beim nächsten Mal werde ich lieber Gemüse 10 oder 15 Minuten später reinmachen, dass die nicht so austrocknen. Habe ich dann genommen Mitte Kranzone, Rost auf 160 Grad, 35 oder 37 Minuten habe ich gebraucht und voilà, leckeres Gericht. Als drittes Rezept habe ich gedacht, nehme ich Backen. Ich hatte keine Zeit für Hefeteig machen, deswegen habe ich schnell einen fertigen Pizzateig geholt, bisschen mit Creme Fraiche bestrichen und mit Zucchini Ketchup habe ich
auch noch mal dazu gegeben, paar Schinkenwürfelchen, Frühlingszwiebeln und Käse, zu Rolli gerollt und auf 8 Schnecken aufgeteilt. Drunter habe ich Backpapier genommen, dass es die Käse nicht runter tropft, und habe die Schnecken reingesetzt. Mit den Ei bestrichen und geht dann los. Ich nehme die Grandzone und Heißluft 160 Grad, 15 Minuten. Nach 15 Minuten, voilà, schaut ihr, wie toll sieht das auch. Meine Lieben, ich kann nur empfehlen diese Heißluftfritteuse, und danach wünsche ich euch viel Spaß beim Nachkochen, beim Experimentieren. Es spart sehr viel Zeit und Strom. Wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Tschüss!